Ach, der Überfall ist noch im vollen Gange. Was? Da! Wir haben einen Magier getötet, Leute. Es war zwar nicht der, den ich wollte, aber wir haben einen getötet. Genau. Mach den anderen Zauber. Ich glaube, wir sterben gleich. Ich nutze es trotzdem aus. Oh. Oh Mist. Nein, jetzt möchte ich es nicht mehr ausnutzen. Der verfolgt mich ja. Und ich müsste irgendwas essen. Ich habe, glaube ich, nichts mehr zum Essen gerade. Okay. Wir gehen mal kurz wieder da nach ganz hinten. Ich muss irgendwas essen, aber ich habe gerade keine Endertruhe dabei. Nein, ich habe gerade gar nichts dabei. Wir schlachten mal eben ein Schwein, Leute. Oder ein Rind. Ach Mist, die sind da vorne. Da werden wir besser angegriffen. Naja, wir regenerieren zumindest was. Das sollte reichen, damit wir uns was schlachten können. Danke. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Okay, also wir haben einen Magier getötet, Leute. Das ist schon mal gut. Wir hatten hier irgendwo den da getötet. Genau. Der Überfall ist noch im Gange. Aber wir haben sie fast alle durch. Der Magier müsste noch leben, außer ich habe ihn zufällig getötet. Nein, er lebt noch. Ich habe anscheinend das andere Ross getötet. Ein Hinterhalt. Da hinten versteckt er sich. Das ist jetzt nicht ganz so gut, dass der da genau im Eck ist. Muss ich natürlich genau da irgendwo reinfallen. Oh, er ist tot. Ich hasse diese kleinen Viecher, Leute. Ich glaube, das waren sie. Nein? Oh, jetzt habe ich aus Versehen mit der Axt zugeschlagen. Wow, echt jetzt? Ich dachte, das waren jetzt alle gewesen. Oh Mann. Wieso habe ich ein Ei?
Irgendwo lebt da noch einer. Ah, Mann. So. Ich hoffe, das war's dann, Leute. Noch, auf noch eine Welle hätte ich jetzt gar keine Lust. Headshot. Oh nein. Ich hätte mir vor was zu essen holen sollen, Leute. Oh Mist. Ich hätte mir vorhin etwas zu essen holen sollen. Gibt's hier irgendwo Fische? So, Fische. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welcher Richtung der die nächsten kommen. Wie sieht es eigentlich mit deiner Rüstung aus? Die ist voll. Da hinten sind sie alle. Das ist höchstwahrscheinlich ein Magier. Deswegen werde ich erstmal die da töten. Da ist auch ein Magier dabei. Und ich habe ihn getroffen. Ich habe den Magier getroffen. Verdammt. Oh, ich glaube, ich habe ihn getötet. Ich glaube, ich habe den Magier getötet. Nein, er lebt noch. Aber er macht die anderen Zauber. Er lebt immer noch. Ich sehe ihn jetzt sogar. Ja, er ist tot. Kümmern wir uns mal um die Hexe. Die ist auch tot. Ach, hier sind sie alle tot. Da rechts sind noch, ist doch mindestens ein Magier, Leute. Aber solange wir die nicht angreifen, sollten sie uns einigermaßen ignorieren. Oh Mann. Wir behalten uns hier mal eins. Das kommt auch hier hin. Wir töten als nächstes die Hexe da. Die hat zum Glück zum Überfall dazugehört. Ich versuche... Oh, jetzt verstecken sie sich natürlich alle hinter dem Magier. Aber solange ich den Magier selbst nicht treffe, ist das egal. Ich versuch's jetzt trotzdem mal. Getroffen. Getötet. Oh, wie geil. Sie müssten eigentlich alle drei jetzt mit einem Schlag sterben. Okay, doch nicht. Ja! Sieg! Sieg, Leute! Oh Gott. Diese Überfälle sind immer so anstrengend, Leute. Ach.
bin voll. Okay, wir gehen jetzt kurz... Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Räumen dann das Zeug da in das Fass. Ach, ist das auch noch was? Und der da unten hätte eine Angel. Egal, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Oh Mann. So, jetzt räumen wir mal kurz auf. Ich habe hier einen Sattel. Ich habe hier eine Axt. Lowstone-Staub. Smaragd. Und zwei Totems habe ich noch als Ersatz. Oh Mann, Leute. Warum müssen die immer so anstrengend sein? Ach, ich hole mir jetzt erstmal den Sattel da vorne. Da sind ja noch zwei Sattel. Ich dachte, den einen hätte ich noch genommen. Naja, wenigstens unsere komplette Ausrüstung ist repariert. So. Wir machen das jetzt mal andersrum. Und packen alles hier mal rein, was wir eigentlich zum Bauen brauchen. So. Der Buff bringt mir nicht mehr was, Leute. Ich will heute eigentlich gar nicht tauschen. Oder handeln. Wie viele Totems habe ich bitte schon bekommen? Wie geil. Und so viele Sattel auch schon wieder. Oh Mann. Oh, da habe ich das hier vergessen wegzuräumen. Aber egal. Ha, die sind. Können gestapelt werden. Warum werden die da nicht gestapelt? MPT3. Keine Ahnung. Haben wahrscheinlich unterschiedliche Eigenschaften. Au. Ich fand es geil, dass der eine Mager hier an den Sträuchern verreckt ist, Leute. Das war richtig geil. So, das räumen wir noch weg. Ich räume auch dieses einzelne hier weg. Dieses einzelne Schwarzpulver. So, hier. Keine Sorge, Leute, ich habe nicht vergessen, dass wir das Redstone noch löschen, damit es nicht geschummelt ist. Das machen wir gleich. So, das haben wir erstmal aufgeräumt. So.
So, und jetzt... Jetzt machen wir das. So, ich müsste noch einen Werfer haben. Habe ich nicht. Okay, woraus baut man einen Werfer? Das weiß ich gerade nicht. Ich lösche erstmal das Redstone, Leute. Also es waren 6 mal Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es waren 4 Fackeln. 1, 2, 3, 4. Die werden gelöscht. Machen wir das gleich. Weg. Weg. Die, dann ist es jetzt, als hätten wir das da drüben gebaut, Leute. Nur eben ohne Monster, wenn das noch gewesen wäre. Das hätte ich eigentlich damals machen sollen. Warum habe ich das übersehen? Und jetzt sehen wir nach, woraus ein Werfer gebaut wird. So, das sind 7 mal Bruchstein, ein Redstone und ein Bogen. Das heißt, nochmal ein Redstone weg. Ein ganzer Bogen muss das sein. Ich habe hier einen ganzen Bogen. Und 7 mal Bruchstein. So, die werden auch gelöscht, Leute. Dann ist es nicht mehr geschummelt. Zumindest zu 99% nicht. Oder 95%. So. Und jetzt, ich wollte eigentlich wegen den Pfeilen los. Das heißt, ich hole mir jetzt hier ein Ding raus. Und pack da jetzt Pfeile rein. So. Super. Der kommt in die Endertruhe. Und dann können wir da weiter. Ich habe sogar schon überlegt, Leute. Ah nein, ich will alles einmal gefüllt haben, Leute. Notfalls machen wir uns eben Pfeile. So, bis zur Höhle der RS gehen wir wieder, Leute. Und danach... Wo? Und danach gehen wir wieder in den Kreativmodus. Ich habe keine Lust mehr, da irgendwas zu machen, Leute. Es wäre so richtig geil, wenn man da tatsächlich die Spawnrate beeinflussen könnte. Sodass man sagt, jede Minute werden einfach 4 Gegner gespawnt und das war's. Oder 2 Gegner. Oder das könnten, wenn, das würde ich sogar einstellen, je nachdem, wie es bei uns in dem im Vipers Dawn Let's Play, wie viele Gegner kamen. Würde ich das entsprechend einstellen. Level 32 sind wir. Damit könnten wir uns die Spitzhacke bald wieder das nächste draufzaubern. Ich spare aber erstmal auf Level 40, Leute, denn ich glaube, das eine hat Level 38 benötigt. Und das würde ich gerne zuerst machen wollen. Ich habe unser ganzes Zeug bei den Fässern draußen vergessen, Leute. Mist! Wir müssen nochmal nach Hause. Ich habe das ganze Zeug. Wieso habe ich das überhaupt anfangs mitgenommen? Ich hätte das da lassen sollen. Dann wäre ich auch nicht während den Kämpfen so schnell voll geworden.